Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sneaker Kult. Wir schauen uns heute den Nike Air Presto mit an in Kollaboration mit Acronym. So, Acronym Presto, immer interessante Modelle, gerade Kollaboration zwischen Acronym und Nike. Super cool, jetzt kommen am 20.09. wieder drei Presto mit Modelle raus. Ihr erinnert euch an 2016, da kamen ja schon die ersten drei Modelle raus. Richtig geile Dinge, das war noch zu einer Zeit, als man ja so relativ easy bei Nike im Online-Store seine Schuhe bekommen hat, wenn man Bock auf was hatte. Okay, ist ein bisschen übertrieben, ganz so einfach war es jetzt auch wieder nicht, aber es war definitiv einfacher als heute über die Sneakers-App mit dem System Auslosung. So geht es mir auf jeden Fall. Ich habe damals die olivfarbene Version bekommen, habe auch ein kleines On-Feed gemacht, hier auf YouTube auch ein Video hochgeladen. Ist übrigens eins meiner meistgeklicktesten Videos überhaupt. Ich glaube, in der Top 5 ist das. Guckt gerne mal rein. Und jetzt, wie gesagt, am 30.09. kommen wieder drei neue Colorways. Alle drei absolut gelungen. Hier in der pink-blauen Variante ist der zweitschönste aus meiner Sicht. Der allerschönste ist der gelb-weiße. Und es gibt noch einen schwarz-grauen. Und alle haben so ihr eigenes typisches Akronym-Pattern auf dem Cage drauf gedruckt und ich bin froh, dass ich einen davon jetzt schon habe und euch dann hier mal im Detail zeigen kann. Wer die Preise so ein bisschen beobachtet, hat gesehen, dass die 2016er Modelle extrem hochgegangen sind. Also ich kann mich noch damals an den Release erinnern, 2016 nach dem Release wurden die Dinge gehandelt so zwischen 260 und 300 Euro. Die Leute waren da jetzt nicht so extrem heiß drauf. Mittlerweile muss man aber 600 bis 800 Euro schon einplanen, je nach Zustand und natürlich auch je nach Colorway. Ist natürlich viel zu teuer, das sieht auch keiner ein, so viel Geld zu bezahlen. Von daher denke ich, werden jetzt diese neuen drei Modelle auch sehr gut laufen, weil es die erste Chance ist, sich wieder ein Acronym Presto zu holen. Vom Design hat man sich hier so ein bisschen inspiriert an alten, unveröffentlichten Prototypen. Also den Presto hat man damals wohl auch mal geplant in so einer Mid-Cut-Version, kam aber nie raus. Und ja, an diesen Skizzen hat man sich orientiert und auf der Basis dann das Acronym Upgrade gemacht. Ansonsten eigentlich relativ normaler Presto, Sohle genau die gleiche, ein sockenähnliches Upper. Hier vorne haben wir so ein Space Mesh, hier oben 3D Mesh, das Nike Logo hier eingestickt, an der Seite zur Stabilität dieses Taping. Dann haben wir noch so einen neongelben Streifen hier, der nochmal bedruckt wurde mit Acronym. Das war bei den 2016er Modellen nicht gewesen. Auffällig jetzt auch der Cage, der im vorderen Bereich auch transparent ist, aber dann auch dieses Acronym-typische Pattern bekommen hat, wie wir das von dem VaporMax Mach 2 kennen. Finde ich sehr cool. Die anderen Colorways haben alle auch ein Pattern, aber ein eigenes. Hinten an der Ferse wird es dann besonders interessant. Hier so ein typisches Acronym-Upgrade mit Reißverschlüssen, technisch funktional. Erleichtert auch extrem den Einstieg. Also an beiden Seiten hat man den Reißverschluss. So kommt man wirklich sehr einfach rein. Hinten hat man einen Druckknopf, kann man abziehen und so den Reißverschluss hochziehen, hinten wieder dran machen. Das ist ein sehr cooles Detail und auch die Materialien sind sehr gut. Hinten an der Ferse haben wir nämlich ein tolles Leder, außen sowie auch innen. Ein richtig schönes, softes, weiches Leder, aber nur im Fersenbereich. Und wir haben auf der Innensohle Acronym Nike Air nochmal drauf gedruckt. Und das Ding ist tatsächlich echt extrem bequem. Zur Größe, ich würde sagen true to size. Ich habe den US 9 geholt, wie in fast allen meiner Nike-Schuhen. Die 2016er Modelle waren damals noch in XS, SML, so typisch nach dem Motto, das T-Shirt für den Fuß. Aber das hat man dann ja irgendwann umgestellt. Mittlerweile auch genauso wie die Off-White Prestos, jetzt auch in US-Größen. Da würde ich euch auf jeden Fall True to Size empfehlen. Das Teil kommt, wie gesagt, am 20. November raus in allen drei Colorways. Kostet 200 Euro. Wer es überhaupt nicht abwarten kann, kann jetzt schon mal bei Collect reinschauen. Ich habe gesehen, die Preise sind relativ fair, so für Resell. Also wer bereit ist, Resell dafür zu bezahlen, guckt mal bei Collect rein. Ich habe die US 9 jetzt gesehen, gerade die Tage, für 322 Euro. Was ich jetzt eigentlich gar nicht so übertrieben teuer finde. Ich werde es euch unten mal verlinken. Schaut mal rein. Schreibt unten mal in die Kommentare, was ihr von dem Modell haltet und welcher Colorway euer Favorit ist. Ich wünsche euch viel Glück in der Sneakers-App, denn Glück braucht man mit nichts anderem, hat so ein Release zu tun bei Nike und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!